Herzlich willkommen zur Mondscheinshow, der Sendung hier auf HauptTV, die sich selbst nicht ganz so ernst nimmt. So ein bisschen wie die Generation Z, die 40-Stunden-Woche. Ja? So ist es mit der heutigen Jugend. Ja? Die wollen keine Karriere mehr machen. Die wollen flexible Arbeitszeiten, sich selbst verwirklichen, Work-Life-Balance. Also eigentlich alles, was jede Generation davor auch schon wollte. Aber wegen des Fachkräftemangels kriegen die kleinen das jetzt tatsächlich. Sogar die 4-Tage-Woche wurde jetzt in England mit großem Erfolg getestet und vielerorts auch beibehalten. Dabei ist es überhaupt kein neues Konzept. Ja? Schon der Glöckner von Notre Dame hat nur 4 Tage gearbeitet. Quasi Modo. Ja, ja. Die Jugend, die will Veränderung. Ja? Status quo interessiert die nicht. Weder der Zustand noch die Band. Kein Interesse an klassischer Musik. Das ist traurig. Heute hat zum Beispiel MC Hammer Geburtstag. Aber das sagt den jungen Leuten gar nichts mehr. Sarah, weißt du, wer MC Hammer ist? Nee, noch nie gehört. Ja, genau. Also schön, dass du da bist. Danke. Erste und letzte Folge der Staffel vertritt Ludmilla. Genau. Die leider krank ist, aber traurig. Ja? Da geht so viel Kultur verloren. Can't touch this. Stop! Hammer time. Wisst ihr, wer heute noch alles Geburtstag hat? Eric Clapton, Celine Dion, Tracy Chapman und Norah Jones. Phew, 35 Grammys right there. 3 mehr als Beyoncé. Wenn du von den ganzen Geburtstagskindern noch nie was gehört hast, herzlichen Glückwunsch zur 4-Tage-Woche. Der 30. März hat es aber auf jeden Fall in sich. Das hätte uns Paulina Roginski gleich sagen können. Bleiben wir noch kurz bei Frauen mit kuriosen Zweitkarrieren. Gwyneth Paltrow sorgt für Schlagzeilen. Ja. Die Schauspielerin und Wellnesskönigin steht ja gerade wegen eines Skiunfalls vor Gericht, hat aber trotzdem noch Zeit für Interviews. Und in einem betont sie, dass sie sehr davon profitiert hat, sich das Gas Ozon rektal verabreichen zu lassen. Ja. Wenn es schön macht. Ja. Es gibt dem Begriff Ozonloch eine ganz neue Dimension. Eine ganz neue Dimension haben auch die Maßnahmen gegen den Klimaschutz in München angenommen. Dort gibt es jetzt für 7 Mitglieder der letzten Generation ein Transportverbot für Sekundenkleber. Ja? Selbst in geringen Mengen und für den Eigenbedarf. 1.000 € Zwangsgeld, klingt super, Zwangsgeld, sind fällig, wenn man erwischt wird mit Sekundenkleber. Ja? Man kann natürlich eine Sondergenehmigung beantragen, wenn man aus beruflichen Gründen Sekundenkleber transportieren muss. Ja. Wobei Klimaproteste vermutlich nicht als Beruf gelten. Bald gibt es Sekundenkleber nur noch mit Waffenschein. Ja. Um meine Freiheit zu genießen, solange ich es noch kann, habe ich gestern gleich was mit Sekundenkleber geklebt. Ne. Und wie war's? Lief super. Wie dem auch sei, ich bin skeptisch, ob die Münchner damit ihr Ziel wirklich erreichen. Die Bundesregierung hat dafür das Ziel erreicht, sich zusammenzuraufen. Ja. Nach einer Marathonsitzung von über 30 Stunden, was ist dabei rausgekommen? Unter anderem wird in Zukunft der Klimaschutz nicht mehr nach einzelnen Sektoren bewertet, sondern nur noch insgesamt. Ja. Das ist so, Mama, ich habe in Mathe und Englisch eine 5, aber mein Notendurchschnitt liegt mit 2,1 noch unter dem vereinbarten Wert. Ja, aber durchgefallen bist du trotzdem. Ja, aber ich bin auf einem guten Weg, bis 2045 notenneutral zu werden. Ja, genau so war es nämlich letztes Jahr. Rein rechnerisch wurden die CO2-Vorgaben eingehalten, was aber vor allem daran lag, dass Putin ordentlich Gas gegeben hat. Gebäude und Verkehr haben aber die Ziele verfehlt. Ja, der Individualverkehr hat sogar seinen Ausstoß noch mal erhöht. Jetzt haben die entsprechenden Ministerien 3 Monate Zeit, um ein Sofortprogramm zum Erreichen der Klimaziele vorzulegen. Verkehrsminister Wissing hat auch schon einen Plan, ja? Kein Verbrenner aus, schnellerer Ausbau von 144 Autobahnstrecken und natürlich kein Tempolimit. Außerdem will er Leberzirrhose mit Jägermeister heilen und gegen Haarausfall hilft epilieren. Natürlich ist sein Plan nicht unumstritten, ja? Dagegen ausgesprochen haben sich die Koalitionspartner und der gesunde Menschenverstand. Der Wissing, ne? Bei dem kriegst du die Tür echt nicht mehr zu. Also wegen der ganzen Lobbyisten, die sich in seinem Büro drängen. Da müsste echt mal jemand sagen, stop! Hammer time. Die Jugend. Ihr zu Hause drückt hoffentlich noch nicht auf stop. Hammer time. Sondern schaut euch den Rest der Sendung auch noch an. Herzlich willkommen zur Mondscheinshow. Wusstet ihr, dass jedes Mal, wenn jemand auf den Abonnieren-Button klickt, ein Babyhäschen aus der Gefangenschaft freigelassen wird?
Stimmt wirklich. Ich habe 1000 Hasen hinterm Haus gekauft und ich lasse die erst raus, wenn sich hier was bei den Abos tut. Ha, ha, ha.